Das ist wie ein Hobby, wenn ich ein bisschen etwas montieren kann oder so. Das ist wieder eine andere Aufgabe. Und das will ich jetzt nicht unbedingt gerade hergeben. Nach diesen zwei schweren Herzinfarkten, die ich hatte, bin ich jetzt auch bereit, mal am Freitag halt schon ins Wochenende zu gehen oder mal zwischen einen Tag frei zu nehmen, den ich vorher eigentlich nicht gemacht hätte. Wenn die anderen, die Vorbetreiber, irgendetwas gegen den Radsport gemacht haben, zum Beispiel ein Rennen schon abgesagt, weil schon die Wetterprognose einfach schlecht war, sind am frühen Morgen schon, und nachher hat es aufgetan und ist schön geworden, dann habe ich natürlich immer reklamiert. Ich war immer ein bisschen der Opposition, habe gesagt, das ist eine Sportanlage, das kann man nicht. Und dann hat mir an einem Tag der damalige Direktor angerufen und hat gesagt, so Herr Ritten, jetzt können Sie die Rennbahn haben und dann können Sie es besser machen wieder mir. Ich bin dann heimgefahren und habe dann in der Nacht diese Sachen anstudiert. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt tue ich einmal umtelefonieren, meine Wunschkandidaten, weil alleine kann ich es ja nicht machen. Wer könnte das auch kommen? Und mir hat einmal vor Jahren vorher der Willi Kim gesagt, wenn er mal einen Speaker und einen Helfer braucht, komme ich auf die Rennbahn, wenn Bedarf ist. Und da muss ich keinen Lohn haben, ich habe eine Pension. Und der Erste, den ich angerufen habe, war Willi Kim. Und er hat gesagt, Moment, ich bin erst in zwei Jahren pensioniert. Dann habe ich gesagt, aber du, wir müssen es jetzt machen. Dann sagt er, ja, gut, ich mache es zwischendrin. Und dann habe ich angefangen, umtelefonieren, bis wir 7 Stück waren. Und dann haben wir eine Gründerversammlung gemacht. Und am 6. Februar haben wir die Schlüssel übernommen und am 6. Mai haben wir das erste Velorennen durchgeführt. Ethan? Ja, danke. Gut, wir sind da, oder? Also ich bin da, weil ich eine Trainingsgruppe auf der Bahn habe. Ja, das ist gut. Gut.
Habt ihr dann nächstens einen Termin, wo ihr noch kommen wollt, oder ist im Moment nicht? Schicken Sie mir ein Mail. He? Gut, danke. Schönen Tag. Ade, merci. Also, jetzt machen wir 200 Meter Zeitfahren, machen zwei Durchgänge. 12.0 wäre eine sensationelle Zeit übrigens. Wieso? Da habe ich etwa 10, die das gemacht haben, je. In eurem Alter. Nein, 10 total. Gut, kommst du, ich drehe die Rundentafel. Go! 12.09, mal gute Zeit. Im 1994 bin ich das erste Mal auf der Rennbahn gefahren. Erste Amerikanablösung auf die Schnurrigkeit. Und nachher alles. Ich meine, von meinem ersten Junioren-Schweizer Meistertitel bis zu meiner Verabschiedung sind 20 Jahre dazwischen. Und, ich habe alles erlebt, höchst und tiefst. Wenig Stürze, viel Sieg, aber auch sehr viele emotionale Momente, sportlich wie auch nicht sportlich. Also es ist schon Schweizer Meisterschaft, Events. Ja, es ist so, der Rennbahnhörliche gehört wie ein bisschen zu mir. Bis ich Leute geht es ja. Ja, ja. Ist gut? Ja. Kein Problem. Fahr nur. Du kannst fahren. Würde man die Rennbahn abbrechen, dann würde ich sagen, wäre es etwa einer der grössten Fehlentscheide, die man machen könnte. Weil es ist wirklich, es zieht die Leute an, es zieht junge Rennfahrer an, es gibt den Fahrern eine Möglichkeit zum Rennen fahren, es gibt den Zuschauern eine Möglichkeit, ihren Dienstagabend in einem coolen Ambiente zu verbringen. Es ist Kultur, es ist Tradition, es gehört dazu. Und wenn es keine Rennbahn mehr gibt, gibt es auch keine Fahrer mehr, gibt es auch keine Rennen mehr. Und sehr viele Leute, die auf die Rennbahn kommen, würden einfach einen Teil von dem verlieren. Auf Kosten von was? Von einer Disco, von einer Eventhalle. Ich sage immer, wenn man jede Kirche, die nicht rendiert, abbrechen will, dann müsste man sehr viele Kirchen abbrechen. Man hat die Rennbahn nicht hier gebaut. Man hat Oerlikon um die Rennbahn herum gebaut. Die Rennbahn ist da gestanden, wo Oerlikon noch nicht existiert hat. Und zwar vor 103 Jahren. Und darum finde ich, hat sie den Platz da verdient. Also ich glaube, wir müssen hören, weil es hört nicht auf, regnet. Wir können immer noch mal raufkommen, wenn es dann wieder trocknen sollte. Aber ich glaube, es ist vorbei. He? Wir haben jetzt dieses Jahr wirklich Glück gehabt, wir haben jedes Mal fahren können. Das erste Projekt, das man die Rennbahn abbrechen wollte, war 1941. Da haben die Velofahrer ein Plakat kreiert, rettet die Rennbahn vor dem Abbruch. Und bei jedem Laden aufhängen. Ich meine, also, es ist nichts Neues, dass man die Rennbahn wegtun will. Es ist einfach es ist ein teures Land. Aber ich finde, eine Stadt Zürich sollte stolz sein. Es ist doch eine kulturelle Anlage, die einmalig ist. Es ist wirklich eine schöne Arena, wo man ja auch für andere Zeug auftun kann. Also es muss ja nicht nur Velo gefahren werden da drin. Wir haben ja Verschiedenes schon gehabt. Es war schon mal Theaterspektakel gewesen. Im Winter ist Weihnachtsshow.
Also man kann Verschiedenes machen. Also wir sind offen, wir haben Kinderkonzerte hier drin. Also das ist, sind alle Möglichkeiten. Jetzt habe ich gerade wieder eine Anfrage von der Roller Girl von Zürich. Sie haben wieder irgendwann den Trainingsplatz nicht. Und da bin ich immer bereit und sage, jawohl, kommen. Haben wir noch einen, der kommt dann dort, oder? Nein, der kommt da. So ist gut, ja. Tipptopp. Aber noch am Bank, oder? Ja. Jetzt müssen wir die Tafeln noch gut tun. Warte mal schnell. Zwei. Warte mal schnell. Ein bisschen gegen mich, dann ist gut. So. Jetzt heben wir so. He? Machen wir da ein Loch. Und da bin ich in der Mitte. Ja. Schon. Das ist sehr gut. Sehr gut. Da könnt ihr alles haben. Und der da ist von wo? Der ist in dem. Und der da ist auch dort drin. Also, denkt, wenn ich kontrolliere, ob die Bretter heben, das hat doch jetzt. Die Bahn überwintert und dann beim ersten Mal ist es sehr wichtig, dass man schaut, dass alle Bretter in der Ordnung sind. Und ich schaue natürlich auf die Sauberkeit, aber da sind meine Leute, gehen die auch durch und die suchen jedes Fötzchen und jede Flasche, suchen, die noch rumliegen sollte. Und es sieht gut aus. Also ich komme hin, weil ich sportbegeistert bin. Velofahren interessiert mich jetzt nicht unbedingt, aber ich finde die Ambiance einmalig. Bitte jetzt zum Starten. Sie haben das Punktefahren patroniert von der Brünn auf die Rennbahn Oerlikon. Also als Punktefahren, entspannt, hat der Tobias Meier geil, ob er das Rennen gewinnen kann. Oder ist es der Patrick Bachhofer oder sogar noch wieder der Lorette zu Davini? Im Stehersport ist man immer ein Team, der Velofahrer und der Schrittmacher. Man muss sich sehr gut kennen, betreffend der sportlichen Leistungsfähigkeit. Ist der Fahrer heute fit, ist er nicht fit? Wie viele Kilometer hat er schon gefahren? Man muss sich vorher absprechen, man muss gewisse Kommando abmachen, dass man sich auch versteht während dem Rennen, weil man nicht gross die Möglichkeit hat, zum Kommunizieren.
für das Zeit. Emmy Liebe. Grattu. Für mich war es ein einmaliger Abend. Vom Wetter her, vom Publikum her, von den Fahrern her. Zum Glück auch kein Sturz, das ist auch sehr wertvoll. Also für mich war es einer der schönsten Abende, die ich hier verbracht habe. Und wenn solche Abende immer wieder kommen, möchte ich am liebsten 100 Jahre weitermachen.